Die Löwinnen attackieren das Elefantenbaby. Die Reaktion der Elefantenmutter ist unglaublich. Am 26. November veröffentlichte Kevin Dolley das Foto auf seiner Facebook-Seite. Er sagte, dass die Löwinnen das Elefantenbaby angegriffen hätten. Eines der Raubtiere war schwanger und hungrig, erinnert sich der Fotograf. Die Löwin sprang auf den Rücken des Elefanten und er fiel zu Boden. Als das Elefantenbaby zu schreien begann, kam ein älterer Verwandter, wahrscheinlich sein Bruder oder seine Mutter, von hinten zu Hilfe. Doch der Elefant musste sich zurückziehen, da die Raubtiere die Beute nicht im Stich ließen. Bald kam der Elefant angerannt und verscheuchte die Löwinnen. Eine der Löwinnen lief sofort weg, woraufhin der Elefant wütend zu brüllen begann und Staub durch die Luft wirbelte, sagt der Fotograf. Dann musste er die zweite Löwin bekämpfen. Sie wusste, dass sie einen erwachsenen Elefanten nicht besiegen konnte. Als die zweite Löwin im Gebüsch Zuflucht suchte, hob der Elefant das Baby mit seinem Rüssel auf, untersuchte und beschnüffelte es. Infolgedessen liefen die Löwen mit nichts davon. Bevor der Elefant auftauchte, tat mir das Elefantenbaby leid. Aber ich wusste, dass auch die Löwen fressen müssen. Doch als ich die Mutter sah, wurde mir klar, dass die Raubtiere keine Chance gegen sie hatten, sagte Kevin Dolley. Eine wirklich spektakuläre Rettungsaktion, nicht wahr? Was hältst du von dieser Story? Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne mal in die Kommentare. Und um keines meiner Videos mehr zu verpassen, aktivier doch gerne die Glocke und schau dir auch gerne meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.